Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir gehen mal unsere Quests abgeben. Wir sind mittlerweile bei Folge 46. So, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Immer noch im Schlingendortal. Ich glaube, wir im Schlingendortal waren wir bis jetzt am längsten. Das ist ja auch ewig, das Ding hier. Oh, wir sind 36, vielleicht gleich 37, das heißt, wir sind dann 3 oder jetzt sagen wir 3,5 Stufen, sind wir dann 40, dann könnten wir theoretisch uns hier nämlich auslagern. Ja, das wäre schon cool. Gucken, was da passiert. Und mit 40 können wir auch schwere Rüstung tragen. Aber ich sag mal so, hier in Burning Crusade ist das eigentlich egal, weil hier gibt es nicht einen Bonus. Nur alles zum Beispiel schwere Rüstung oder alle Platte oder sowas. Irgendwann mit Kata war es, glaube ich. Oder mit Portal K sogar. Gab es nämlich diesen Bonus, wenn du alles hast. Schwere Rüstung oder was? So, 10 Schattenpanzer. Jawohl. 10 für der Schlinde der Tiger. Ich bin ganz Ohr. Schmetterschutzreparatur. Was kann ich für euch tun? Gut. Hier muss ich wieder einkaufen. Einkaufen war schon. Meine Bank. Das behalten wir. Das behalten wir auch. Das kann man verkaufen. Das. Ja, wir müssten theoretisch nach Beutebucht. Da haben wir auch wieder zwei Quests zum Abgeben. Ne? Natürlich eins, zwei. Wir müssen zwei holen. Das heißt, wir fliegen dann mal hin und her. Weil ich ungern alleine fliege, könnt ihr natürlich mitfliegen. Ist das nicht nett von mir? Liebe, ja. Auch Glas, alles mit. Reitgeschwindigkeit und die Reitgeschwindigkeit ist nicht effektiv stark über. Ja, momentan ist mir das doch sehr egal, weil wir haben noch keinen da. Ein Reittier. Boah, ich bin total verrotzt. Das ist furchtbar im Moment. Kackerkältung. Aber ich bin wohl nicht der Einzige. Was nehmen wir denn? Nehmen wir denn? Noch nehmen wir das nochmal mit. So. Das ist doch cool. Jetzt haben wir 9%, glaube ich, vorher 6%. Oh, haben wir noch 2 mal hier. Wir sind bei 9%, nach 12. Vielleicht dann noch um 15. Gucken. Dann können wir das hier mitnehmen. So, das wird hier aus. Ja, auch cool. Was ist das mit den Tieren zwischen den Garten? Was? Oder was ist das? Achso, okay. Das nehmen wir auch mit hier. Das ist cool. So, dann fliegen wir erstmal runter nach Beutebucht. Und weil wir das bis jetzt immer gemacht haben, gucken wir nochmal bei Atlas Loot rein. Lachsrama ist nicht. Karazan. Ja, auf Karazan freue ich mich wirklich schon. Wie Bolle. Kellerbosse. Ich glaube, von den Kellerbossen habe ich nie wirklich einen oder so. Ich glaube, die komische Spinne habe ich jetzt mal gesehen. Sonst haben wir mal Tatum gemacht.
Und das Pony, das habe ich auch irgendwann mal gedroppt. Naja. Und hier gibt es noch die Abzeichen. Ja, das war's. Du. Und wie gesagt, musste die alle einzeln looten. Also jeder musste dran an den Boss. Das Ding looten. Könnt ihr bei uns was zusammenstellen hier. Zack. So, zack. Oh ja, die Arme ist auch nicht schlecht. Obwohl nachher gibt es was Besseres. Das ist dann der Bogen beim Endboss. Kann man den auch mitnehmen. Mit Schedule Gewill. Das ist doof. Ja, die sind ja schlecht. Kettenheilung ist jetzt nicht so meins. Ja, das war cool. Das hatte ich damals auch mit meinem Krieger und meinem Schurken oder mit meinem Schurken, ich weiß es nicht mehr. Von beiden. Nicht mehr falsch. Dann können wir nämlich bald auch hier die ganzen wie hießen sie? Blutsegel, Admirale, Captain, Gedönse. Will mich bald töten. Ja, das macht auch noch schön. Was liegt an? Schönen Tag auch. Sehr gut. Neue Schuhe. Schön, schön, schön. So, und ich glaube hier in der Bar selber. Erstmal Post verschicken. So. Jetzt können wir gleich verkaufen. Schicken wir auch mal. Ja, auch mal weg. Alles, was wir haben, mehr Platz. So. Sehr gut. Ja. Zeit ist Geld. Die Ohren will ich jetzt gehen. Ja. Aua. Schön, dass ich helfen konnte. Sind wieder, ach, heißen die doofen Dinger denn? Nicht Orks. Troller. Sind wieder Troller, müssen wir töten. Naja, gut halt. Schnell mal unsere ganzen. Quests abgeholt. Ach, Quests, sorry schon. So. Die müssten wir auch noch mitnehmen. Das ist ja doof. Gehen wir das verkaufen. Holen wir jetzt gleich die Dinger noch. Dann haben wir nämlich wieder ganz, ganz viele Platz. Zandalari, sind wir jetzt neutral eingestellt. Zandalari ist von Swim Group. Was war denn das? Ach so. Ich fand das immer doof. Mit den Ingenieur-Dingern hier. Dynamit. Aber nachher sind die gar nicht mal so schlecht. Wenn man diesen Bombengürtel oder so machen kann. Ja, eine Zeit lang damals. Ich dachte, dieser Helikopter verbraucht auch Sprit oder so. Ich habe mich da so überlegen, was ich überhaupt bauen soll. Wenn die Krieger damals. Der war ja Ingenieur. Da war ich halt immer. Was soll ich denn bauen, wenn er jetzt wirklich Material verbraucht? Immer ist ja doof. Ich habe schon überlegt, bestimmt Urfeuer oder so. Aber nein. Braucht er nicht. Es war alles nur Gerüchte. Dass ich das Ding dann hatte. Einpacken, auspacken, fertig.
Und später konnte man dann den schnell dann ausmachen. Dann braucht man auch Unmengen von Material. Und wir haben gefahren und gefahren, was der. Was das hält. Mal gucken, ob wir auch gucken können. Rufaktion, Weltpasse, Setsammlung. Nein, nein. Crafting. Ingenieurskunst. Meister. Nein. Da. Hier, ihr seht schon, ne, da braucht man eine ganze Menge von. Das ist, glaube ich, nur der kleine. Da, Turbo. Da braucht man wieder mal die kleinen zu. Dann noch ganz viel anderes Zeug. Benutzen. Ja. Und dann konnte man das Ding auch noch verkaufen. Hier. Raketenstiefel. Ja. Die war ja mal ganz cool. Die Transporter fand ich auch toll. Da ist man dann zwar immer rausgekommen, wo man nicht hin wollte, aber das macht ja nichts. Das war eine Tankwaffe, das weiß ich noch. Das war immer noch schlecht für den Jäger. Ich fand immer doof, dass sie so geknallt haben, die doofen Dinger. Puh. Ja, schon lustig. So, die Heilträume einspritzen. Was konnte man noch? Lustige Spielsachen konnte man basteln. Da kann man basteln. Gab schon lustige Dinger. Wir gucken, jetzt haben wir 98% vom Level und nur von ein paar Quests abgeben. Wenn wir jetzt noch die anderen 2 bzw. 3 Quests abgeben, wenn wir die 2 fertig haben, können wir nämlich die haben wir dann auch fertig. Ja, mal gucken. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja. Und obwohl wir brauchen 7 Quests, dachte mir hier. Wenn die 6250 EP bringen. Oh, dann schaffen wir es vielleicht doch nicht. Ja, gut. Hier, genau. Da ist das Lutzen. Bukaniere. Genau, und wenn wir das geprüft haben, kriegen wir die anderen Quests davon. Können wir da nämlich auch mit 40 noch was reißen. Aha. Weil wir können beschlingen, und dann bleibt theoretisch bis 45. Auch wenn ich das nicht so gerne mache, aber mal gucken, was raus wird. Wie gesagt, danach können wir nämlich locker flockig nach Danaris einreisen. Und wir können dann auch was gucken. Da ist auch was gesehen. Kloster. Kloster könnten wir schon gehen. Oh. Er sucht jemand für Kloster. Oh, ich weiß es nicht. Eine Überlegung ist es ja wert. Oh, das ist falsch. So. Cool. Aha. 16.000 EP. Ja, fett. Die können wir verkaufen. Platte können wir nicht tragen. Halt, warte, das ist Leder. Ach so, das sind die alten, wollte ich gerade sagen. Hui. Das ist gar nicht verkehrt. Das kann man verkloppen. Die ganzen Klingen unter den Seiten. Können wir dann später. Das Licht segne euch. Und
Down tackern. Füße, Brust, Hände. Ja, ne. Na, ich glaube, wir sind zu spät. Okay. 34. Warum schlägt man da? Nö, nicht wirklich, keine Lust. So. Ja, ich bin gerade am Hadern, ob ich das machen soll oder nicht. Ich werde mich jetzt gleich mal noch stumm importen. Dann gucken wir noch ein bisschen Fleisch postet noch mal und dann überlegen wir es uns. Dann hätten wir nämlich quasi unsere erste Instanz, die wir gemeinsam erleben. So, und wir können zum Lehrer gehen. Auch immer wieder spannend. So, ich finde mal toll, das ist kurz im Ladebildschirm. Oh, ich würde sagen, es kommt der Ladebildschirm. Wer hat wohl noch keine Lust? So. Oh, weil Dienstag. So. Zack, bumm. Taschenlehrer. Yeah. Können wir das? Auf die Bank schmeißen. Warum ist denn jetzt? Das brauchen wir. Okay, da, das war nicht geschlafen. So. Sehr schön. Looking for Heal Kloster. Rein Kloster. Seetek. Fragen wir doch mal nicht nach. Einfach. Das ist ein Kloster. Überschlossen ist der von lebend. Gucken. Ist noch Platz? Fragezeichen. Für die. Sind ja nett. Wenn ja, dann unterbreche ich mir die Folge und sobald ich dann da bin, nehme ich dann weiter auf im Kloster. Mal gucken. Leider nein. Okay, schade, aber danke. Okay. Leider nicht, leider nicht. Naja, macht mal nichts. Gehen wir jetzt erstmal zum Lehrer. Aber ich finde ganz nett, dass die dann auch direkt zurückschreiben. Wenn man so an Trino denkt, hust, wo man dann die tollen Einladungen hat, wartet, 5 Minuten wartet, dann wird man rausgeschmissen, aus dieser komischen Wachterschlange da. Ja. Oder, was ich auch mal lustig finde, da sind die neuen Raids gerade draußen, 2-3 Tage vergangen und dann suchen die Leute schon. Suche für das und das mit Erfahrung, bitte. Okay, wie willst du Erfahrung haben, wenn das gerade mal ein paar Tage draußen ist? Gut, mag jetzt einer sagen, hier, ja. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der das am Mittwoch gegangen ist. Und dann an dem Donnerstag Erfahrung hat bei den Bossen. Okay. Aber. Wie willst du denn das Gear noch dazu, das passende Gear noch dazu haben, um die angeforderten anderen Sachen zu haben? Weil es geht ja nicht nur um Erfahrung, sondern auch um Gear. Sagen die, haha, du hast zwar Erfahrung, aber dein Gear von deinem Twink ist kacke. Ja. So, dann, reduziert,
Große Ausdauer. Ah, das wäre gar nicht verkehrt hier, das mit der großen Ausdauer. Aber naja. Ja, das war auch nicht verkehrt. Leuchtfeuer finde ich jetzt nicht so wichtig. Ne? Springfalle. Ja, das ist doof, wie ihr seht, kostet, die sind so schweineteuer, die Sachen. Es ist nicht mehr schön, es ist nicht mehr schön. Ja, was halt. Okay, naja, gut. Ich würde sagen, ich kümmere mich noch ein bisschen um unseren Beruf. Falls ich noch was erreiche mit dem Kloster, werdet ihr das sehen. Wir sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt: Let's Play WoW The Burning Crusade. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Nachmittag, schönen Abend. Wann auch immer das Video guckt. Auf Wiedersehen. Tschüss.